Ja, das war lustig. Ey, warum haben die OGs das an? Ich finde das immer so lustig, wenn Bitcoin das sagt und Breitmark danach kommt und das wiederholt. Hä, aber OG, als ob OG schwächer als Kali ist, ich check das nicht. Nein, das mit Pablito war schlimmer, aber das auch hart. Ich leg dir 300 Waffen auf den Tisch, wenn du mir die Informationen gibst und sie stimmen. Er hat dir doch geantwortet. Bist du schwerhörig? Er sagt linkes Ei und wird dir jeden Tag von seinem eigenen Patron verarschen. Bleib mal hier. Ja, aber was passiert auf einmal? Er hat gesagt, ihr beschützt eure Route irgendwie nicht richtig. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Maus, man hat gesagt, man soll mit Maske kommen. Du kommst mit deinem eigenen Gesicht. Jetzt lachen, was ist mit dir? Ja, das war lustig. Ich war eine Woche nicht da. Lach doch wenigstens einmal über meinen Witz. Halb lustig, ja? Gracias. Gracias. Es freut mich auch. Ey, warum haben die OGs das an? Was ist, Lloyd? Warum haben die OGs das an? Ich weiß nicht, kannst du dich schlagen vielleicht? Oh mein Gott, ich will es nicht wissen. Ist das so ein Disrespect? Ist das so ein Putsch? Nee, ja, ich glaube eher die Disrespect, weißt du, weil die denken sich so, ey, hier will's ihn einhellen und wir f***en euch oder so. Oder vielleicht haben die gegen irgendjemand verloren und das Bestrafung oder so. Miklo? Was guckst du so? Wer ist Miklo? Du, ja, Terrazon, was guckst du so? Sometimes you have to do what you have to do. Sag mal, mal dumm ist das sein. Oh nein, ich höre die Stimme schon wieder. Du sollst doch eine Maske anziehen. Aber warum? Ist der Dresscode schon wieder weg? Wieso? Weil Kali einfach runtergekommen. Welcher Maske? Scheiß drauf, verdammt. Nein, wer hat Maske gesagt? Wir Tafelrunde eigentlich immer ohne Maske, verstehe ich nicht. Wie einer meinte, wir sollen alle mit Maske kommen. Ja, hab ich auch so gehört. War da was falsch? Lasst uns einmal, also ich sag euch ehrlich, wir wollen doch wissen, wer hier ist, oder nicht? Also ich bin ohne Maske, weil ich bin mit Maske. Deswegen bin ich ohne. Checkst du? Wir gehen, aber Gurken dürfen wir nicht zu sehr auf die Nerven geben, weil sonst macht der Krieg. Ist das Jürgen? Hey, Romanos, ich glaube, das sind irgendwie Cops. Hey, die beiden, die wollen nicht ausziehen. Sergio Mendes. Jürgen Weißherr. Seit wann hat die Tafelrunde keine Vorsichtsmaßnahmen mehr? Hier sind Leute mit Masken und Leute, die so merkwürdig angezogen sind. Wir hatten noch nie Vorsichtsmaßnahmen. Dann können wir das nicht zulassen. Wer sind die beiden hier? Ich finde das immer so lustig, wenn Bitcoin das sagt und Breitmark danach kommt und das wiederholt. Dankeschön. Die Frage ist mir, warum es niemanden interessiert, das ist einfach... Ich habe mit den beiden schon gesprochen, ich weiß, wer die sind. Wer sind die denn? Wenn die sich enttarnen wollen, dann sollen sie das machen. Nee, wir dürfen nicht ausziehen, tut mir leid. Aber wir sollten nicht ausziehen, wer seid ihr? Wir sind von OGs, ja. Ja, aber wer denn von den OGs? Habt ihr auch einen Namen oder so, Mann? Wollt ihr mir sagen, die können jetzt einfach hier bleiben, ja, die sollen uns dann wenigstens den Ausweis geben? Ist doch von euch die Tafelrunde ausgerufen worden. Ist doch eure Sache, wer hier ist. Nein, das ist nicht unsere Tafelrunde, das ist nicht Kalis Tafelrunde, das ist die Tafelrunde. Das sind noch zwei Leute, ich oder check. So. Ich geh da schnell, das machen wir. Bleibst du hier. Nein, dadurch, dass sie die OG-Hose anhaben, muss das ja wohl irgendjemand von den OGs sein. Ja, aber OGs laufen doch nicht mit solchen Schuhen rum, Mann. Was ist das, Mann? Die liefen... Doch, wir wurden gezwungen. Die liefen die letzten Tage wie Talahuns durch die Gegend. Warum sollen sie nicht so rumlaufen? Wir dürfen nicht ausgehen. Nicht, dass sie so Weihnachtsdinger anhaben, ne? Was will man? Irgendwas stimmt da nicht, Mann. Nein, wir dürfen das nicht. Ja, wer seid ihr, Mann? Komisch. Das ist die Abmachung, tut mir leid. Aber die OGs würden doch nie selbst Einhornmasken tragen. Das wäre doch, genau richtig. Das wäre doch cringe. Nein, OGs sind ausgezahlt bei den starken Kalis. Und dann müssten wir das jetzt anziehen. Ja, dann ziehen sie doch ihre Masken aus. Dann dürfen wir nicht. Erledigt. Nein, wir dürfen nicht. Nur bei Polizeikontrolle. Hä, aber OG, als ob OG schwächer als Kali ist. Ich check das nicht. Auf Ernst, ich check das nicht. Wie als ob OGs schwächer als Kali ist. Wieso haben die ausgezahlt? Der andere neben dir, Rommel. Das ist Mert. Aber warum? Wer bist du hier? Ich krieg gerade eine SMS, dass das PD kommt. Aber warum? Das PD kommt? Ja, dann kann sein, dass die irgendwas muss passiert sein. Irgendwas muss wieder passiert sein. Wir machen ja hier nicht. Irgendwas muss OOC passiert sein. Ich sage euch auf Ernst, irgendwas muss OOC passiert sein. Zeig mir deinen Ausweis. Warum muss ich meinen Ausweis zeigen? Ich sag doch, ich bin ein OG. Wie? Ich sag doch, ich bin ein OG. Bist du dumm? Nein, ein OG. Ja, aber die Frage ist, er wollte mir keinen Ausweis sagen. Ich glaube, das sind zwei Ideen. Aber können die beiden das jetzt ausziehen, ohne dass der Krieg weiterläuft? Ja, natürlich. Die können jetzt einmal sich identifizieren. Ist deren Entscheidung, ob sie es ausziehen oder nicht. Ja, gut. Die können auch den Ausweis einfach zeigen, dann wissen wir, ob sie rügen oder nicht. Ihr OGs, habt ihr das gehört? Ja gut, wenn ihr euch ausziehen könnt, ohne dass der Krieg weitergeht, dann passt das doch. Nein, ich halte mich an unsere Abmache. Ich habe einen Ausweis gefunden. Lord Rommel, der vierte von Al-Kassab. Männlich, 1990 geboren. Okay, ich möchte wissen, wer der andere ist. Der erste ist schon mal Rommel. Wer ist der andere? Weil es hat eigentlich nur Rommel diese Aufgabe bekommen, sich so zu kleiden. Alle anderen nicht. Ich bin einer von Rommel. Zeigen Sie mir einen Ausweis. Leider habe ich keinen Ausweis. Tut mir echt leid. Ja, aber nein, ich kann die Maske ausziehen, wenn ihr wollt.
Ja, dann zieh aus. Wer soll das sein? Der ist von mir, Mann. Der ist Mert. Sieht aus wie ein Obdachloser. Könnte er wirklich eine Uchi sein? Passt der, oder? Also, Tafelrunde. Möchte jemand was sagen? Ey, ich habe eine Frage. Ihr seid doch alles Kartelle, Mafia, Bösse und keine Ahnung, was ihr seid. Du ja? bist Mafia, Bruder. Du bist Mafia. Ey, ganz ruhig, Richie. Halt mal einen Ball flach. Du bist Mafia, Bruder. Ich rede gerade. Brauchst du nicht mein Wort zu sagen? Sorry, Bruder. Du bist Mafia. Mafia ist doch gerade gar nicht da, oder? Alles gut, Leute. Der ballert die Hände vom Maus. Mendez erlaubt zu reden? Sehr gut. Auf jeden Fall, wer wäscht denn aktuell? Du wäschst dich auf jeden Fall nicht. Ja, sehr gut. Stark, dass du es erkannt hast. Ihr habt keine Eier? Vendetta, was mit euch? 65. Also tatsächlich waschen wir nichts, nein. Ihr seid wie so ein Pennertrupp, der immer noch auf ihren Boss wartet. Wer hat das gesagt? Ich sage es, ich hier. Sag mir deinen Namen. Bilal Big G. Ach, ich hab immer den zweiten Kopf versucht, der wurde auch nichts. Sehr gut. Ach, macht ja nichts. Also wir waschen auf jeden Fall nichts. Erzählen! Ich hab's vermisst. Ja, bitte. Ammo, wäschst du Geld? Ich? Ja. Ja, normal. Ehrlich jetzt? Ja. Doch für was für einen Kurs? Für was für einen Kurs? Ja. Das ist eigentlich Geschäftsgeheimnis. Okay, dann kommen wir nach der Tafelrunde zu euch. Ja, komm gern vorbei. Denkers, was mit euch? Wäscht ihr Geld? Wo ist eigentlich Kevin? Er ist im Urlaub. Kevin ist im Urlaub? Wie sieht's aus mit dem Kali-Deal? Seid ihr immer noch am Ackern, oder? Das ist eine Sache zwischen uns und Kali. Ah, sehr gut. Und hast du noch was zu sagen oder bist du fertig, Bilal? Wenn sie was zu sagen haben, ist der Bitcoin? Nein, nein, ich hab Bilal. Aber alles gut, vielleicht will Richie weiter bellen. Richie! Was? Was ist los? Nein, ich bin nicht. Wir waschen doch bei euch. Wir sind doch bedient. Ist doch alles okay. Das stimmt allerdings. Eine größte Kette wird auch nichts, ja. Sheriff! Wie schaut's aus? Was geht ab, Sheriff? Alles gut, alles gut. Freut mich zu hören. Auf jeden Fall, ne, alle, die hier so eine Route haben, ne, und irgendwas so hinterlücks machen wollen, so irgendwas so hin und her schieben wollen. Und ich die erwische, ne, dann werde ich auf jeden Fall meinen Notizblock rausholen und meinen Stift. Ja, dann komm doch. Und wer das aufschreibe, wird er euch verpetzen. Ich verschiebe alle Routen. Genau. Weil okay. Sheriff, lass den nicht erwischen von mir, ne? Ich verschiebe alle Routen. Dass ihr Bescheid wisst. Es war quasi, ja, okay, Sheriff, nochmal. Ey, ganz kurz, ich muss ganz kurz schauen. Ey, Bankers. Ja? Meister würde gern zur Tafelrunde kommen, aber ihr umzingelt deren Anwesen. Kann er rausfahren? Ich kläre das Wort. Lakika, lass ihn rausfahren. Ja, ey, Meister, du kannst rausfahren. Meister. Komm. Ja, Bankers schießen nicht. Du kannst fahr mit einem Auto raus, einzelbesetzt, die schießen auf das Auto nicht. Sheriff, du bist gleich. Wir sind quitt. Erzähl. Du hast zugegeben, dass du eine Petze bist. Ich hoffe und noch. Und wir sind quitt. Dankeschön. Oh. Was ist aber jetzt Sache? Wer wäscht denn jetzt? Young Reckless oder Vendetta? Ja, warte mal. Elzern hat gesagt, die waschen. Ammo hat gesagt, er wäscht. So wie du die ganze Zeit redest, Bilo, musst du zu 100% die Wäsche haben. Was denkst du, die Leute sind hier blöd? Ich hab die Wäsche nicht. Du hast jetzt 100%. Wir haben die Wäsche, was stimmt das? Hast du jetzt die Geldwäsche, Bilal? Ich sehe dich nicht mehr, Richie. Oh, wenn ich sie habe. Was willst du machen, Ammo? Mein Geld bei dir waschen, was soll ich? Was willst du machen? Sehr gut. Er will sein Geld waschen! Das haben wir noch nie gesehen. Let's go! Mein Lieber. Da will einer Geld waschen, haben sie es nicht verstanden? Er bringt ein Geld. Was willst du machen? Ich hab die Wäsche. Ja, Geld waschen. Und jetzt Geld waschen. Er hat dich gefickt, Bilal. Wer hat aktuell genug Waffen? Kann man genug Waffen haben? Das ist die Frage. Was sind genug Waffen? Ab was ist genug? Doch, Bankers. Die haben sich doch tot gefahren. Ja, aber leider haben wir nichts bekommen. Oh. Was? Wie? Was denn? Das hart. Das ist der größte Scam in ganz Kiel. Nein, das mit Pablito war schlimmer, aber das auch hart. Das mit Pablito. Leute, war das mein Los Santos? Aber ich muss sagen, Hermanos, die Bankers, ich warte bis Kevin ist da, vorher rede ich nicht mehr mit denen. Lakika ist ein guter Chef, viel Scheiße erlaubt. Wenn er mir eine Ansage machen will, mir was ich ihm gegeben habe und was nicht, und dann auch mit seiner respektlosen Art und Weise, dann hat er damit zu rechnen, dass er wartet. Er hat mich eine halbe Stunde später angerufen und gesagt, bitte bist du mitkommen, wir brauchen dich. Und dann habe ich gesagt, halt deine Fresse, ich warte bis Kevin da ist. Hat er genau so gesagt? Ja, der hat vorgerechnet, irgendwelche komischen Sachen aufgestellt, mir da irgendwas Forderung gestellt, so undankbar, widerwärtig mir da, dass ich ihn einfach abstechen hätte müssen und ihm gar nichts geben muss. Lakika, Statement? Für alles. Aber was sind denn jetzt genug Waffen? Dankbar für alles. Also, Bro. Sie hätten eine wunderschöne Zahl bekommen, aber was habt ihr für Waffen, ist die Frage. Ja, das ist doch kontraproduktiv, wenn wir jetzt sagen, wie viele Waffen wir haben.
Mann, Sergio Mendes, es geht um die Waffenrunde und Sergio Mendes wird ganz schön laut die ganze Zeit. Wie viel Waffen? Was Waffen? Mir Waffen? Ich weiß ja nicht. Waffen sind immer schon eine Sache gewesen, die mich interessieren. Natürlich, 100%. Mendes, ist Ihre Familie jetzt eigentlich eine Familie oder immer noch eine Bande? So wie Sie jetzt wieder ein Teil von Kali sind, sind wir eine Familie. Sehr schön, das freut mich. Das war nicht negativ gemeint. Das war hart. Von uns auch nicht. Der war gut, Mendes, der war gut. Leute, ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Wer hat jetzt diese Waffenreparaturroute? Um die wird gerade gekämpft. Die haben wir, also Tijaret ist gerade an der Wand. Boah, du Löwe, was du bist. In die Kamera, du Löwe, was du bist. Wie bitte? Wie läuft denn das? Gehört dir, also ich war gerade da drüben, die meinten, ihr kämpft jetzt darum und... Ja, so das... Ja, ging ganz schnell. Wo ist denn Tijaret? Wo ist denn Binguli? Ich gehe trotzdem zu Tijaret. Also der ist gerade dabei, sein neues Anwesen an der Schleife einzurichten, deswegen, ja. Da gibt es viel Müll auszuräumen. Wer, Binguli? Ja, ja. Schleifen werden da gewohnt, oder nicht? Was sagst du? Dashi ist gewohnt und. Das ist eigentlich Regiment Dessin Gebiet. Stimmt. Da hast du kein Müll, oder? Ja, 60, 70, also genau das Haus. Ich hoffe, er zieht da ein. Dann habe ich einen Grund, ihn den ganzen Tag auf seinen Glatzkopf zu hauen. Ja, genau darauf habe ich gewartet. Er wartet die ganze Zeit nur. Ist er hier? Schläft in deinem Bett. Er ist leider verhindert, er kann nicht kommen. Der ist mit Fernanda unterwegs. Der checkt das Anwesen gerade. Schleife tot. Schleife tot. Wer soll das sein? Fernanda ist eine neue Hure. Wer soll diese Hure aber sein? Dass man das seine Ex, weißt du nicht? Nein! Der Ball hat deine Ex! Sehr tiefgründig, was da los ist. Niemals! Mit seiner Glatze, der macht tach, 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 tach. Stimmt das, Mendes? Nein, natürlich nicht. Wäre sehr aber interessant gewesen, mir, der hat sie bestimmt einmal abgecheckt. Auf jeden Fall. Mit seiner tiefen Stimme hat er ihn auch reingesteckt. Wie sieht es denn jetzt mit den Waffen aus? Was ist genug? Jetzt lächelt er, wir haben ihn erwischt. Also mach mal die Hände hoch, wer über 100 hat. Verarsch mich nicht, Mierda. Weißt du was? Das bringt gar nichts. Ab jetzt ist ein Waffen. Ich sag dir, wie viel wir haben. 61 Waffen haben wir. Pistolenboxen. Ja, Bitcoin, die Leute wollen doch nicht preisgeben, was sie an Waffen haben. Was ja, dann brauchen sie nicht mehr. Ja, aber über 100 hat doch jeder. Aber keine Ahnung. Ich wollte gar nicht weiter fragen. Ich war der Erste, so, keine Ahnung. Wie, wir haben alle unter 100 Waffen und wir kriegen jetzt keine mehr? Also ich habe 400 Pistolen, Mr. Bitcoin. 400 Pistolen? Ihr wollt doch hinter Bitcoin auch herstellen. Natürlich habt ihr 400 Pistolen. Was? Wir haben eine eigene Route. Oh, fuck. Was sagt ihr da? Wir sind nicht klar. Also da war mein Notizblock und mein Stift nicht bei. Sorry, Bitcoin, ich habe Informationen für dich, Bitcoin. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Dann erzähl. Ich habe einen großen Lieferant hier in der Stadt. Bei dem kann man alle 3-4 Tage 200 Waffen kaufen. Und ich weiß sogar, welche Leute Waffen von ihm kaufen. Wer denn? Ja, das sagt ja, wer denn? Also, was ist das denn jetzt? Aleikum salam, hallo. Wenn andere machen, sich andere machen aus dem, was ich gerade gesagt habe, 3 Wochen Film, ja, du sagst, wer denn? Okay, Sekunde, soll ich mach dir was ganz anderes, Mierda. Ich leg dir 300 Waffen auf den Tisch, wenn du mir die Information gibst und sie stimmt. Boah, ich würd's machen. Sag dir ehrlich. Du willst auch für 100 blasen. 100%. Wir reden anschließend unter vier Augen, müssen wir können. Ich verrate leider niemand. Sie wissen doch, wie ich bin. Aber. Ist schon mal vorgekommen, Richie. Sag niemals nie. Wen habe ich verraten? Aber warum wird das auf den Tisch kommen, wenn du nicht verrätst? Ich hab mich gemeldet. Ich hab Gott verraten. Ja, es tut mir leid, ich war zu Eltern, habe Frauen aus westeuropäischen Ländern verkauft. Das war natürlich nur Teil meiner Arbeit in Hamburg. Es und dazu gehörte auch noch seine Tante. Wenn nicht, dass deine Cousine bei dir auch. Die kommt auf jeden Fall, die kleine Scharmutter. Maus hat direkt gerappt, hast du gehört? Majestix, hat die Krieg gegen EMEA gehabt? Nein, nein. Wieso klatschen die euch so an die Wand? Maus hat dir direkt Double Time gegeben. Direkt Double Time gegeben. Es ist noch gar nichts vorgefallen. Kollege Boss, geht bitte ran. Noch? Was heißt noch? Noch gar nichts. Er redet hier wie, als wärst du so eine Schlampe. Ist dir das gefallen? Sabi! Hey Mobi, ist Kevin da oder ist er wieder weg? Kevin ist weg, der hat Probleme hier. Ja. Der hat Probleme, mir der Mobi hat Probleme. Nee, eigentlich nicht. 100%, Hermanos. Das Problem bei MOB liegt, glaube ich, tiefer. Wie tief? Sie vermissen Big Sosa. Echt? Wenn der kommt, glaubt mir, Kevin ist jeden Tag hier. Oh, der wird eure Familie wieder aufbauen, das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe es noch, Mann. Bitte kommt er zurück. Es sei denn, Sosa macht Banküberfälle, dann macht er mit ihm Banküberfälle. Obwohl seine Familie im Krieg ist. Ist eigentlich Chico noch bei euch? Wer redet da? Hey, Mobila, warum ist Kevin bei uns vom Ball und ich hier auf der Tafelrunde, Mann? Dado, was los? Wo ist der? Der ist Dado. Meinst du mich? Ist doch so. Wer ist du? Dado, Mayo. Johnny. Dado. Der hat einfach einen von Chiab gerade bewegt.
Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht den Namen nicht. Wie heißt du nochmal jetzt? Ich bin Ketchup noch dazu. Ich bin Mayo. Ja, die tiefsten Brücke jetzt geholt. Wo bleibt Kevin, Mann? Ich kann ja nicht umstehen. Ach so, das meinst du. Ja. Bleibt ein Problem mit mir, ich hau in die Fresse ein. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Johnny. Hab ich gesehen letzten Tage, Mann. Weiß ich auch nicht. Gestern hast du rumgeweint, ne? Ja, ihr mit 3,25 haben wir trotzdem viermal gefickt. Gesammelt? Shut your bitches. Mendes? Ja? Wo ist euer Patron eigentlich? Warum ist das jetzt wichtig? Ja, ist gerade für mich wichtig. Tournee. Ich hab dich eine Frage. Ich hab dich was gefragt, du F***te. Wo ist euer Patron? Ah, er hat dir doch geantwortet. Bist du schwerhörig? Was redest du, linkes Ei von Mendes? Haben wir eine Fresse? Er sagt linkes Ei und wird jeden Tag von seinem eigenen Patron verarscht. Hast du die Fresse zu einem Chauffeur, okay? Sagt der. Wow, bleib mal hier. Ja, aber was passiert auf einmal? Genau so, das ist doch eine Tafelrunde. Ja, wo ist euer Patron jetzt? Lucky Luke, hast du dir deinen Test wieder den Arsch geschoben? Ei! Er hat sich gerade. Ja, hab ich gemacht, Mendes. Aber was ist da gemacht, du F***e genannt? Einfach, dass du nicht gerade gesagt. Was willst du machen? Ich hab doch gerade gesagt, dass Heris auf Tournee ist. Sagt der, der von seinem eigenen Patron zum Dog jeden Tag gemacht wird. Oh mein Gott, macht mir nichts. Das machen mir nichts, Leute. Ja. Woher weißt du, dass das jeden Tag passiert? So wie er weiß, dass ich der Chauffeur bin. Fanboy. Ich weiß, dass du Chauffeur bist. Ich hab dich nur vorne gesehen, dass die Leute schießen. So wie er es weiß, weiß ich's auch. Sometimes you have to know what you have to know. Sometimes you have to blow. Blanco? Aber jetzt nämlich eine beleidigt, ja, sag ich. Mach eine Frage, also wenn man... Ich hier. Die dachten, die können mich verarschen. Nein, ich bin ready. Ich bin ready, Jungs. Ich war eine Woche nicht da. Er hat schon vorher gesagt, hat sich selber damit gefickt. Haben wir irgendein Problem? Also gibt's hier irgendetwas? Nein. Doch, du bist ein Schlampe. Oh mein Gott. Du siehst aus wie Cowboy. Lucky Luke. Ja. Trottel. Ein verdammt gut aus schnell. Okay, dann ein... Er hat ihn wieder gefickt. Er hat ihn wieder gefickt. Ja, richtig. In seine er hat ihn einfach wieder gefickt. Schlampe. Also, guck mal, die heute gespritzt haben, ein bisschen Testosteron. Um das Östrogen zu verdecken. Ich hab eine Frage nur noch. Ganz kurz, wird noch über Patron der Müllhalde. Wird noch über was richtig gesprochen? Patron von irgendetwas gewesen. Komm, ich erklär dir was. Komm, es macht. Warte mal, dann nicht noch mit der Runde hier reden. Machen wir was anderes, außer Leute beleidigen und können was ich sage, wenn du beleidigt wirst. Wie kommst du denn zur Tafel? Und schämst du dich gar nicht? Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal, wie ich hier komme. Wie soll man dich denn ernst nehmen, Rommel? Ist doch egal, trotzdem mal mich ernst. Ich rede doch vernünftig hier. Verstehe ich nicht. Okay, wer hat aktuell die Munitionsroute? MOB. Fragt euch mal, wie sie die Munitionsroute bekommen haben. Robin, ich liebe dich, Bruder. Du versuchst immer noch mit diesem mit diesen Haufen hier was sehr du machst. So. Ey, Bakers oder Bankers, wie viele Waffen habt ihr? Hä? Also, 2-3 haben wir noch im Lager. Und wie viel werden euch noch geschuldet? Das ist eine Sache, die wir getragen und von keinem anderen. Alles gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das verstehe ich. Deine Hoffnung ist schon längst gestorben, Leute. Meine Hoffnung ist erst recht wieder da. Also habe ich das richtig verstanden. Stand jetzt werden keine 50er verkauft. Es geht? Wenn ihr das zahlen könnt, dann schief. Hat jemand noch was zu sagen? Lassen wir das mit uns machen, dass eine Person entscheidet, wie und wann wir Geld waschen. Du kleiner Schlitzer, du hast die ganze Zeit die Geldwäsche. Ich frag mal, also lassen wir du das mit so uns machen. Du bist so ein Schlitzer, das ist ekelhaft. Man merkt doch schon direkt, sagt doch, dass ihr habt. Ihr seid doch stark genug, um sich zu verteidigen. Sag, ja, wir haben die Geldwäsche. Genau wie Iron Man gesagt hat, ich bin Iron Man. Komm. Ich hab die Geldwäsche nicht. Trotzdem, du bist nicht Iron Man. Irgend so ein Hotelbesitzer entscheidet hier in der Stadt, wann wir Geld waschen. Ja, gehen Sie und erpressen Sie ihn. Bedrohen Sie ihn, nehmen Sie ihn aus. Anscheinend doch. Ich hab gerade eine Information bekommen. Peppi Müser ist jetzt Bürgermeister von Kiel und Silva, mein Sohn, ist Richter von Kiel. Wer ist Bürgermeister? Peppi Müser ist Bürgermeister. Ist das hier so? Kann gefährlich werden. Nein, Peppi ist nicht mein Sohn, aber Silva, der alte 01MD. Der Präsident wird gewählt, keiner hat gewählt. Wie in Venezuela. Ja, ich glaube, der hat auch nur 50 Stimmen bekommen und hat damit gewonnen. Er hat mit 57 Stimmen hat er gewonnen. Ach so, man konnte wählen gehen. Man konnte wirklich wählen gehen. Und wie viel hat der Zweitplatzierte? Der Zweitplatzierte hatte 38 oder so. Das war Gustavo und 23 hatte Emilio Escobar. Ach so, es ist einfach keiner wählen gegangen. Also rein theoretisch hätten wir die Tafel nicht schenken können, wenn der Bürgermeister wird. Wir hätten alle unsere Leute hinschicken können und dementsprechend zusammen mal manipuliert, richtig. Genau, aber ich sag's euch, die Stadt ist tot.
Hätte ihr das mitgekriegt, hätten wir zur Wahl gestellt, dann hätten wir auch gewonnen. 100%, aber... Drei Familien hätten gereicht, die für sie wählen. Das war, war das Sonntag oder wann war das? Oh. Gestern. Ja, denn? Sonntag mich alle stören. Ja. Was ist das denn? Ja, da, könnt ihr aufhören, hier auszuparken? Hier ist ein Ausparker, deswegen. Ja, dann schicken die ab jetzt weg. Gibt es auch andere Themen, die sind alle zufrieden mit Routen. Jeder ist zufrieden mit der Route, die er hat und mit anderen Routen. Die ich Preise. Finde, die Routen werden überhaupt nicht beschützt von den Familien. Inwiefern ist es jeden beschützt? Tag bekommen Razzien drauf, gefühlt um dieselbe Uhrzeit und man wird jedes Mal weggebrettert. Ja, wenn es selbe Uhrzeit ist, Bruder, dann kannst du doch auch nach dem 10. Mal lernen, ja, daraus, oder nicht? Nein, die... Ich sag mal so, die kommen da mit einer BF vorgefahren, die einmal kurz spottet, guckt, ob genug Leute draußen. Die machen das immer zwischen 20 und 23 Uhr. Wenn die BF gespottet hat, dann kommen die voll reingefahren. Welche Route ist das denn, wo du nicht zufrieden bist? Also viele. So welche denn? Was sind viele? Auch Crack gab es viele Razzien, jetzt auf der Waffenroute viele Razzien. Ja, aber das ist doch normal, dass man Razzien bekommt. Jeden Fall, aber ich finde, dass die Familien doch so ein bisschen Augen mit drauf haben könnten. Ja, welche Route bist du denn gerade? Auf der Waffenroute bin ich gerade drauf. Oh. Der muss das mit Kali absprechen. Oh. Ey, Mendes. Oh. Ja. Mendes, alles kommt. Was war der Wahlspruch von Peppi Moser? Bist du Schwein, kommst du rein. Er hat gesagt, ihr beschützt eure Route irgendwie nicht richtig. Nein, darüber haben wir gerade gesprochen. Aber ich meine jetzt grob um alle Routen. Bist du Schwein, kommst du rein. Das war ja auch auf der Route, sagt, die wird nicht geschützt. Ist nicht mal, kommst du rein. Also er sagt, er ist auf der, also an Kali, er ist auf der Waffenroute. Nein, ich bin erst seit gestern auf der Waffenroute. Ja, das ist nur, dann muss doch Kali ja sagen, damit wir es auch wissen. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich habe gerade mit Kali gesprochen gehabt. Es ging aber generell um die anderen Routen, so wie man das mitkriegt. Was sagen die anderen Routenbesitzer? Ich glaube, bei uns wird auch nicht so gut beschützt, bin ich ehrlich. Deswegen, also ich kann nur das geben, was die Jungs mitkriegen oder was man von hier und da hört. Und was man halt hört, ist, dass man halt auf der Route vom PD durchgehend auseinandergenommen wird. Ja, aber würdest du eingehen? Willst du gegen PD schießen oder ja, Polizei schießen, dann hast du auch eine Razzia an der Tür. Ja, 100%, aber ich meine, wenn die checken, dass wenn sie eine Razzia drücken und die Familien, die da drauf arbeiten, gegendrücken und die Routenbesitzer auch gegendrücken, dann können sie halt uns da nicht wegnehmen. Nochmal aber, bitte, wie meinst du das? Ja, wenn die da drauf kommen und uns bangen wollen, bangen wir die halt zurück und setzen halt ein Statement. Aber dann kriegen wir Razzien und dann... Dann kriegen wir alle Razzien. Das macht doch keinen Sinn. Also wollt... Du ja, willst du lieber das sein. Aus deiner Tasche verlieren oder alles aus deinem Lager? Oder genau, eins muss dir klar sein, gegen die Stadt zu agieren ist sehr, sehr gefährlich. Das müssen wir akzeptieren. Aber das hat noch nie funktioniert, die letzten 2 Jahre. Nein. Wenn wir was gemacht haben, haben wir es 8-fach bezahlt wieder. Ja, vor allem jetzt, wie es aktuell läuft, die Politik ist ja noch schlimmer sogar. 100%. Also kann ich eines den Routenbesitzer verstehen, der sagt, ey, was soll ich denn gegen die Polizei machen? Hä, wo ist denn Kali hin? Ja, bleib mal ernst. Familie aus der Zeit. Hey, Luko, komm mal. Was will dieser Cowboy? Hat er sich gerade verabschiedet, obwohl Bitcoin hier steht? Ja. Er will kurz Main Character werden. Aber das wird er eh. Hey,